Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde FTL. Wir sind kurz vor dem Sprung, aber wir haben hier noch was entdeckt. Das erzähle ich euch mal kurz noch. Du bist mitten in die Überreste mehrerer Kampfschiffe gesprungen, die sich einen brutalen Raumkampf geliefert haben. Ein Schiffswrack treibt an dir vorbei und du kannst an manchen auseinanderbrechenden Trümmern noch immer Funken sprühen sehen. Ohne genauere Untersuchung lässt sich nur schwer sagen, wer hier gegen wen gekämpft hat. Das Schlachtfeld untersuchen oder drum ignorieren? Wir untersuchen natürlich. Du scannst das Schlachtfeld und findest nur wenige Überreste. Enttäuscht bereitest du dich auf den nächsten Sprung vor. Na gut, ja klar. Alles klar. Wir können wieder springen. Das machen wir dann auch. Wie ihr seht, ist ja die Rebellion doch ziemlich dicht. Und deswegen springen wir in den nächsten Sektor. In diesem Nebel leben die telepathischen, metabischen begabten Sneko. Sie würden ihren eigenen Schleim für eine Kiste mit Schrott verkaufen, aber sie ziehen es eindeutig vor, sie sich einfach zu nehmen. Okay. Kann man versuchen, ne? So. Wir brauchen einen Shop. Müssen uns reparieren. Mal gucken, wie wir es fliegen am besten. Ja, kann hier so außen rum. Kann auch hier oben lang, glaube ich. Mal schauen. Nicht, dass wir oben in der Sackgasse landen. Ne, das geht auch oben lang. Dann versuchen wir oben lang mal zu fliegen. Oh, dein Sensor haben ein Flüchtlingsschiff entdeckt, das durch das System treibt und sicher vor den Rebellen flieht. Er scheint dich nicht bemerkt zu haben. Oder besieht dich absichtlich. Wir rufen sie. Als du Flüchtlingsschiff rufst, springt ein Piratenschiff ins System. Das Flüchtlingsschiff war ein Köder. Ja, das ist aber lustig. Also, alle Transporter? Nee, oder nicht. Wir machen mal Waffensysteme aus. Und Antrieb. So. Alles klar, auf geht's. Die wollen kämpfen, dann gibt's Kampf. Ja, so ist das einfach. Ja. Aber immer. Ja, ein starkes Schild. Mal Schild ausschalten. Reparieren die nicht? Das kann sich schon mal nicht mehr abhauen. Die haben Feuer. Aber die explodieren so gleich. Jo. Alles klar. Flüchtlingsschiff, dank dir für die Hilfe als Geste guten Willens und bla bla bla. Haben wir alle schon tausendmal gelesen. Nehmen wir es mit. So, jetzt können wir noch hier das hier verbessern. Brauchen dafür auch mehr Punkte. Ne? So. Alles andere ist gesund noch, ja. Nur unsere Schüssel ist ziemlich sieht ziemlich geschunden aus. Kann ein bisschen weiter hin. War unbedingt was zum Beispiel Eindringlinge an Bord. Das ist aber ganz scheiße. Weiß noch nicht wo. Muss man gleich sehen, wo sie sind. Auf jeden Fall zerstören wir ihr Waffensystem. Was haben sie sich rüber transportiert? Hier ist nichts zum Transportieren eigentlich übrigens. So mal als Hinweis. Okay. Ich bin gespannt, wo die sind. Oh. Ich sehe das nicht. Ah, da. Alles klar. Ja, da hauen die mal auf die Fresse. Also zwei. Der Mensch hält natürlich nicht viel aus, er muss halt gleich zur Krankenstation. Ich glaube, der kann ein bisschen mehr kämpfen. Nehmen wir den hier rein. Ist hier gerade das Krankenstation, gar kein Strom.
Mist. Das ist schlecht, das ist ganz schlecht. Damit das gar nichts meint, links hier, dann ziehe ich den Kapitän da wieder dahin. Genau, der geht wieder an seine Station. Was war denn seine Station? Weiß ich gar nicht. Das war, glaube ich, dort. Und der konnte, glaube ich, gut kämpfen. Der geht mir dahin. Okay, weiter. So. Krankenstation. Krankenstation, im Prinzip alle. Krankenstation. Na, shit. Oh Mann, so. Wir brauchen unbedingt was zu reparieren, ne? Ist euch klar. Also unsere Reise bald zu Ende. Alles gut, ja. Wir sollten hier unsere Türen verbessern. Die kommen ja einfach zu schnell durch hier. So. Ah. Scheißegal. So. Bob. Da haben wir noch zwei Shops natürlich. Ich habe gerade verplempert. Haben wir was zu verkaufen? Nee, ne? Wir haben nichts zu verkaufen, glaube ich. Ne, wir haben nichts zu verkaufen. Keine Drohne oder so rumliegen. Ah, ne. Shit. Wir haben nichts, wir können auch nichts reparieren. Scheiße. So ein Ärger. Na gut. Das ist auch ein Shop. Dann springen wir hier in den Shop. Können wir da ein paar Kröten verdienen. Auf die Distanz bleiben und hoffen, dass darauf greifen wir an. Weil ich brauche Ressourcen. Ich brauche Ressourcen. So, Angriff, würde ich sagen. Ah. Eindringlicher Alarm. Ja, so ein Android, ne? Krankenstation. Dann geht der hier zur Hilfe hin. Oh, der steht auch schnell. Geht der zur Hilfe hin? Ja. Weiter. Piraten, oh mein Gott. Lass mal durchgehen. Oh, ist er kaputt gegangen, scheiße. So schnell geht das. Schneller zu zweit reparieren. So. Schade. Der wird uns fehlen. Ah, für Schild haben wir jetzt keinen, ne? Nehmen wir den jetzt für Schild. Okay, haben wir die Position wieder besetzt, alle wichtigen, jo. Wir können es reparieren, darauf kommt es, das kann mir das, war so das Wichtigste erstmal. Habe ich auch Aufnahme drauf gedrückt? Ich hoffe ja. So, Vorsehsektor. So. Lalalala, reparieren erstmal alles, reparieren. Wir haben so viel, haben wir gar nicht, so teuer, oh Gott, das wäre... Verkaufen können wir nichts, wir haben nichts erobert. Nö. Okay, das war's. Kurz ein bisschen reparieren, dann war's. Mehr ging nicht, scheiße. Okay, dann springen wir natürlich weiter. Rebellen nähern sich ein bisschen zu schnell. Gefällt mir gar nicht. Oh nein, Sneko, was? Ein Sneko-Passagierschiff ruft dich.
Eure Alien-Hoheit, wir sind unbewaffnet und bitten um Aufnahme. Hörst dich vorsichtig und sofort erscheinen Waffen aus dem Rumpf einer Super. Endliche. Waffensystem ausschalten. Und das andere kaputt schießen. Das ist auch eine tolle Sache. Ne? Boah. Ja, Waffensystem unbedingt ausschalten. Ja, lieber, wir akzeptieren keine Kapitulation. Was? Sie haben uns besiegt. Nehmen Sie, was in unseren Frachträumen ist, im Tausch für unser Leben. Sneko Kose, ja. Lassen wir Sie ein Leben? Ja, das ist ja kein Livestream, da kann ich nicht fragen. Puh. Komm. Wir wollen die Waffen, nee, wir wollen Informationen. Antibiostrahl. Können wir verkaufen, ne? Informationen. Nehmen Sie diese neu entwickelte Waffe, die wir dabei haben. Sie werden nicht glücklich sein, dass wir sie aufgegeben haben. So viel ist sicher. Hä? Antibiostrahl. Oh, ich hätte gerne lieber Geld. Produktivwaffe nehmen und verscherbeln. Informationen nützt uns nichts, oder? Wir wollen mal sehen. Informationen. Du fragst, wo sie die Waffen hinbringen wollten. Achso, sollten. Wenn wir das verraten, werden wir so oder so sterben. Na gut, sie geben dir die Koordinaten der mobilen Schiffswerft, wo die Prototypen des Kreuzes gebaut wird. Auftrag wurde auf der Karte markiert. Weiter. Hey, nicht mehr schießen. Erledigt. Alles gut, ganz ruhig. Psst, ruhig, ruhig, ruhig. So, wo denn? Auftrag dort. Okay, dann springen wir mal schnell weiter. Hier gibt's nichts. Ruhige. Da ist die Station, da ist der Auftrag. Da fliegen wir mal hin. Kriegen wir einen neuen Schiffstyp. Hinzu wäre nicht schlecht. Angreif, bevor sie entkommen. Versuchen sie unbemerkt zu verfolgen. Als du eintriffst, siehst du einen beeindruckenden Kreuzer, an dem einige kleinere Schiffe arbeiten und der von einem Schlachtschiff bewacht wird. Die mobile Schiffswerft gleitet langsam in die Wolken. Du wurdest noch nicht bemerkt. Angreif, bevor sie entkommen. Versuchen sie unbemerkt zu verfolgen. Das machen wir. Du gleitest unbemerkt in den Nebel hinein. Doch bei diesem Tempo wirst du wahrscheinlich verirren und sie verlieren. Langsam zu ihren letzten bekannten Positionen fliegen. Warten und hoffen, dass die Eskorte wegfliegt. Haben wir uns natürlich zu schnell rangenähert. So, dann Waffensystem ausschalten, natürlich übrigens übliche Praxis, ne? So, wie sieht es aus? Die Position ist alle gut besetzt. Dann können wir nur hoffen, dass wir den Kampf gewinnen. Oh, na toll, erstmal schön daneben schießen, Helden. Wir haben Feuer. Wo brennt's? Irgendwo brennt es. Ich höre es nur, aber ich sehe es nicht. Ich weiß noch nicht, wo es brennt. So, Antrieb ist im Arsch. Wir müssen die Waffen rauskriegen hier. So, zerstört. Ah, da brennt es. Weiß ich, wo es brennt jetzt. Okay. Wir müssen hier löschen. Das machen wir aber ganz easy. Was sonst irgendwo noch?
Da ist Feuer raus, schon mal wunderbar. Gehen wir hier mal reparieren. Brennt das sonst irgendwo noch? Geh mal hier hin, damit ich sehen kann, ob hier irgendwas brennt. Sehe ich, vielleicht hörst du noch, dass Feuer ist. Aber das ist hier der Nebel außen. Also hier ist jetzt noch nichts. Ja, werden wir den nächsten Sprung erst sehen, ne? Okay. Ja, wir müssen springen und hoffen, dass wir uns bald reparieren können. Können wir dahin springen? Genau. Bevor wir es ganz verlassen. Oh, schöner Planet, ja? Hier ist nichts. Ne, zurück springen wir nicht. Dann springen wir hier hin und dann haben wir es auch wieder geschafft. Wir brauchen unbedingt Energie zum... Handeln. Wir kriegen sie. Okay, das ist ein guter Deal. Können wir gut gebrauchen. Ah, wir haben doch Feuer an Bord. Das sehen wir jetzt erst. So, wir warten, bis das Feuer weg ist, bevor wir weiter springen können. So, Feuer gelöscht. Alles klar. So. Haben wir keine Brandmeldeanlagen? Das geht ja gar nicht. So. Ach ja, das wäre schon der nächste Sektor. Ja, dann, ja, tschüss, ne? Weg bin ich.